Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und ich glaube, das hier da vorne ist, könnte wieder ein Weg zu einem Tempel oder irgendwas sein. Ah, ne, Tempel wird es nicht sein. Ich glaube, das ist einfach eine coole Insel, die sehr vertikal ist. Die sind ja alle sehr vertikal. Das ist irgendwie etwas, was mir extrem gut gefällt. Weil einerseits muss man sagen, es sind verdammt wenige Inseln. Guck mal, wie wenig Inseln das eigentlich sind. Man sieht das an. Ich hätte gedacht, dass es viel mehr sind, aber... Sie sind auch sehr vertikal gebaut. Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr so Inseln gibt wie die Tutorial-Inseln, die so groß sind. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich vielleicht habe, aber ich verstehe auch in gewisser Weise, warum sie es so gemacht haben, weil damit man von der Insel nicht zur nächsten Insel fliegen kann. Damit das so, also man kann das ja sowieso, wenn man sehr viel mit Sonobauteilen spielt, wird man da bestimmt viel tricksen können. Aber ich denke, um das so ein bisschen da das schwerer zu machen, haben sie das so gemacht. Ach, wir lernen den Hydranten. Aha. Das ist cool. Aber... Erinnert mich jetzt ein bisschen an Wind Waker, ne? Es erinnert mich ja schon ein bisschen an Wind Waker, wenn ich ehrlich bin. Also das ist nicht schlecht, ne? Also nicht falsch verstehen bitte, Leute. Es ist absolut nicht schlecht, wenn wir Dinge an Wind Waker erinnern, weil Wind Waker ist eins... Das ist ein Zelda, was ich so gerne habe, dass ich dafür den Aufwand gemacht habe, das in 60 FPS hoch zu interpolieren. Das war massiv viel Aufwand. Frag mich gerade, ob das irgendwann... Ich habe eine Idee. Okay, das geht. Ich mache einen Burger. Na, noch eins kann er ruhig drauf. Ich finde das cool. Ich finde das echt... Ich muss sagen, die Schreine machen mir mehr Spaß, obwohl... Und das ist das Lustige, man hat nicht mehr Fähigkeiten als im ersten Teil, aber ich finde, die Fähigkeiten sind irgendwie besser durchdacht, oder? Und die Rätsel sind mehr darauf ausgelegt, dass man wirklich viel um die Ecke denkt und so. Und das macht das alles deutlich, deutlich besser. Jetzt wollen die, glaube ich, dass ich das verbinde, kann das sein? Weil es ja quasi auch ein Hammer ist dadurch. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt, weil hier ist... Das bringt halt nicht viel, ne? Weil diese Dinger jetzt ja weg. Sieht ihr? Also. Ah, okay. Da. Ganz schön Eis. It's getting hot in here.
Take California Claws. Ich habe aber was kaputt gemacht, seht ihr das? Einer der Hydranten hat die aufgehalten. Das heißt, ich kann jetzt hier hinten hingehen und einfach easy rüber. Nee. Also ich cheate quasi gerade. Upsala. Aber ich glaube, der Hydrant, der hat zu viel Druck. Ich glaube, das wird nicht. Ich glaube, der bewegt sich jetzt. So nah und doch so fern. Oh nein! Was ist nur passiert? Ja, da hatte ich doch alles. Jetzt ist alles kaputt. Potato traurig. Aber wisst ihr, was ich machen kann? Oh. Nein, das wollte ich nicht machen. Potato voll peinlich, der Potato voll schlecht. Ja, ich weiß. Ich bin richtig schlecht. Ich sollte es vielleicht so machen. Ups. Na, jetzt ist das so groß, dass es nicht rutschen kann. So geht's. So wird's gemacht. Zumindest im Potato-Style. Wir können auch bald zwei neue Herzen holen. Und ich hab mich erkundigt. Es gibt wirklich, glaube ich, 40 Herzen im Spiel. Man kann 40 Herzen haben. Es gibt wohl 152 Schreine. Spoiler. Sehr viele. Und wenn die alle so mit coolen Rätseln sind wie das gerade, ei Leute, da sind wir aber in for a treat, wie man es auf Englisch nennen würde. Es gibt verdammt viele Sternschnuppen, wir haben schon die 10 oder so gesehen gefühlt. Wir müssen auch Sternschnuppen holen dann später für die Tunika von Link. Werden wir das bestimmt benötigen und für Dizzy glaube ich auch, für die benötigen wir auch Sternschnuppen im letzten Upgrade glaube ich. Ja, was mache ich denn da? Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Und da kamen wir her, oder? Ja, da kamen wir her. Ja, wollen wir denn da hinten hin? Noch einen anderen Ort? Nicht wirklich, ne? Da wollen wir hin. Vielleicht würden wir sogar noch am liebsten da vorne hin. Weil da könnte auch ein Krogsamen oder so sein. Ah, da ist eine Kiste. Ah, da ist bestimmt wieder eine Karte drin. Ah, das könnte bei den Karten drin sein, ne? Das könnten auch wieder so die Erinnerungen von den Dings sein. Nur dann im Untergrund. Ah. Von den Weisen halt. Oder hing hier? Doch, das ist ein Krog. Das ist tatsächlich ein Krog. Das sind aber viele Äpfel. Ich brauche ein paar Äpfel, weil ich brauche mehr Kochzutaten. Wir müssen mal mehr mit Essen arbeiten. Wisst ihr, was wir auch noch machen müssen? Wir müssen auch mal ein bisschen mehr mit Dingens arbeiten. Mit den Waffen-Upgrades. Oh, sind die ganzen Äpfel runtergefallen. Potato, der Experte, ich hätte einfach von hier schlagen sollen. Naja. Ah, man ist nur dran, okay. Brita hat mich gefunden. Bis dann, tschüssi. Wie viele wir schon verpasst haben werden. Viele, glaube ich.
Ich frage mich ja immer, was diese kleinen Inseln hier, das hier zum Beispiel, was ist hier? Warum soll man hier hinkommen? Ja gut, der Krogsamen, gut, den gab es da oben, das stimmt. Aber was gibt's hier sonst noch? Verpasse ich irgendwas? Ist das möglich, dass ich irgendwas verpasste? Ich glaube ja. Guck mal da unten. Aha. Jetzt frage ich mich, wie oft habe ich schon was verpasst? Ersatzbatterie. Okay, war alles nicht so wertvoll. Ist gut, ist nicht schlecht, aber... Und ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, jetzt weiß ich, warum ich hier hin sollte. Moment, auf der Karte mal ganz kurz gucken. Ja, da sind wir, da haben wir angefangen, oder? Ja, ja. Da kommen wir ja easy hin eben. Wenn da noch was sein sollte, aber ich glaube nicht, dass da noch was ist. Kann sein, dass die Inseln höher sind. Aber... Muss man mal schauen. Aber diesen Part sehen wir auf jeden Fall die Erinnerung, weil wir sind die ganze Zeit drüber. Also... Oder die Erinnerung, der Blick in die Vergangenheit. Erinnerung ist ja das falsche Wort in dem Fall tatsächlich. Es ist ja ein Blick in die Vergangenheit. Vorne müsste man das sehen. Hm, aber ich sehe diese kleinen Inseln halt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Die da. Die sehe ich gar nicht. Das da. Das eine soll unter der anderen sein, aber da ist nichts. Ah. Komisch. Ganz schön weird. Weil da sieht man auch hier, dass das hier ist unter der anderen hier drunter. Ganz komisch. Hm. Na gut. Nee, nicht der Bogen, das ist das Switch-Ding. Aber jetzt ist die Frage, ist das wirklich das nächste Ding? Wollen wir das mal ganz kurz... Ich guck mal ganz kurz nach, ne? Weil wir haben doch bestimmt einen Teleport für den Tempel. Ja. Guck mal ganz kurz nach, was das nächste Ding ist. Nur damit wir es in der richtigen Reihenfolge machen. Wir hatten bisher die ersten beiden, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, wir hatten die ersten beiden gemacht schon. Das können wir ja nachgucken. Ich rede nicht von Joe Biden, ich rede von Biden im Sinne von zwei. Ja, gut, der Witz war schlecht. Ich weiß. Ich weiß. Aber man muss ja auch versuchen, ne? Wenn man Witze macht. Man muss auch einfach versuchen, vielleicht zündet ja mal einer. Vielleicht zündet irgendwann mal einer der Witze. Hier seht ihr, wir hatten schon mal so ein Ding, da war so eine Träne dran. Erinnert ihr euch? Genau so sah dieses Ding aus, nur da war hier in der Mitte halt eine Träne dran. Ah, hier können wir auch die Sachen farmen. Nice. Die nehme ich natürlich gerne mit, ne? Da sind wir dabei. Na doch, das war das erste, das zweite, dann der Controller, dann der Bogen. Dann der Kniende, genau, okay. Dann wollen wir das nochmal machen, oder? Das war hier, ne? Da.
genau in der Mitte, nehme ich an, ist die Träne. Da ist er. Ich habe es mir einmal angesehen. Und ja, das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit. Dennoch, es könnte möglich sein, die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren. Dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen? Ja, natürlich. Das wäre nett von euch, Minero. Danke, mein Kind. Also glaubt ihr mir nun endlich alles, dass ich aus der Zukunft stamme? Daran bestand für mich nie ein Zweifel. Aber sag, Schwester, kennst du eine Möglichkeit, wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit? Es lag sicher an deinem Mysterienstein, dass du durch die Zeit reisen konntest. Steine wie dieser haben die Eigenschaft, die Mächte jener, die sie tragen, zu verstärken. Mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken. Rauru hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen. Und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst. In dir, Zelda, spüre ich beides. Die Macht des Lichts und die Macht der Zeit. Der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken. Die Macht der Zeit... Jedoch vermag er, deine Macht lediglich zu verstärken. Deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren, das musst du selbst. Das heißt, der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen, den du nicht schon kennst. Alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber, der sogenannten Drachenwandlung. Wer einen Mysterienstein schluckt, wird ein unsterblicher Drache, auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit. Interessant. Das wäre für wahr ein Weg, um durch die Zeit zu reisen. Und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum Finden einer Lösung? Ja. Doch leider geht die Legende noch weiter. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten. Zwar ist es die einzig bekannte Methode, mit der man die Zeit überwinden könnte. Doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen, wenn man nicht man selbst ist? Verzeih mir. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. So kommen wir nicht weiter. Doch Moment. Des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen. Du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen. Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein. Gut. Erinnert ihr euch noch am Anfang des Spiels, als der Drache da hinten zu sehen war? Kann es sein, dass das Zelda war? Dass Zelda zum Drachen geworden ist? Und dass es dann am Ende Full Circle geht. Aber wir vielleicht Zelda retten können irgendwie noch. Trotz dessen, was die gesagt haben, dass das nicht geht. Mineros Rat. Wunderbar, wir haben die richtige Reihenfolge. Minero haben wir aber nicht als Charakter hier drin, weil wir sie nicht selber getroffen haben, ne? Genau. Okay. Gut zu wissen.
Gut, dann wollen wir mal kurz auf die Karte gucken. Dann können wir diese Markierung auch wegmachen. Haben wir die eigentlich hier oben entfernt gehabt? Ich denke schon, ne? Ja. Gut, das nächste Ding wäre hier. Da könnten wir eigentlich hin, wenn ich ehrlich bin. Und dann könnten wir auch die Fee machen. Ich weiß, ich wollte nach Elden. Und ich habe euch über das Spiel berichtet. Ich habe euch was über das Spiel erzählt. Man will wohin. Und da macht man erstmal alles andere, weil man so viele Sachen zu tun hat. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu tun. Wir gehen jetzt die anderen Dinger. Ich will die Erinnerung sehen. Zumindest ein bisschen mehr was davon erfahren. Ein oder zwei vielleicht noch oder so. Und wir wollen die Feen noch machen, weil ich will die Rüstung upgraden können. Wir haben hier jetzt einen Teleportpunkt nahe Elden, also wir können da bald hin. Es ist nur so ein kleiner 1, 2, 3 Parts Abstecher, die wir jetzt machen. 1, 2, 3 Parts. Und wir müssen noch auf jeden Fall ganz, ganz dringend zur Batteriemaschine mal gehen. Wir haben genug, um die Batterie zu upgraden. Das sollten wir da mal tun. Ganz ehrlich. Und wir haben auch genug Dingens. Sollten wir auch mal eben ganz kurz machen. Da war sie. So, ein Herz mehr ist immer gut. Es fühlt sich auch so an, als würde das Miasma aus mir verschwinden. Also der Herzcontainer macht nicht nur die Herzen mehr, sondern scheinbar das Miasma auch weg oder so, was in mir ist. Weil scheinbar ist ja irgendwas, das Miasma in mir. Nein. Ja, ist mir schon alles bewusst. Ist mir alles bewusst, ich wollte dich gar nicht anquatschen. Also. So, wo war die Batteriemaschine? Richtung Norden, ne? Mit Robelo wollten wir eigentlich auch noch reden. Er hat auch noch eine Quest für uns. Hallo. Ja. Ja. Deine Solarenergiekristalle konnten erfolgreich in 2 Zusatzbatterien umgewandelt werden. Nice. Ein kleines aus Solarenergiekristallen gefertigtes Objekt erhöht die Energie, die in der Batterie gespeichert werden kann. Bitte kehre jederzeit zurück. Werde ich machen. Mit Robelo reden wir aber echt erst später, ne? Ah, die Höhle übrigens unterm Schloss hier, diesen Geheimgang haben wir abgeschlossen. Da ist ein Häkchen drin. Das ist auf jeden Fall nicht das Richtige da vorne. Wir wollen nach Richtung Süden, zum nächsten Turm am besten erstmal. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Aber versuchen kann man es ja mal. Fällt mir gerade ein, ich kann ja das machen. Wir kommen auf jeden Fall weiter.
Oh. Können wir Ausdauer aufladen? Oh, nice. Da sind wir schon fast da, seht ihr? Das hat schon ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Das schnelle Reisen hier. Okay, weiter geht's. Okay, jetzt müssen wir leider so weitermachen. Sind zu tief. Ja, das Kolosseum. Da gehe ich nicht rein. Aber den Schrein, da gehen wir rein. Warte mal, können wir eigentlich Folgendes machen? Um daraus einen Feuerschleim zu machen? Aber wir können das so machen, oder? Ja. Ein paar Feuerschleime gebaut. Mal gucken, wer der ist. Unser bester Freund ist wieder da. Ja, Kollege, ist ein bisschen schwierig jetzt hier an der Stelle, ne? Muss ich mir ehrlich sagen. Das ist dir aber eine verzwickte Situation ausgesucht. Ich hätte eine Idee, wie ich dir helfen kann, aber... Ja, weißt du... Ich helfe dir gleich. Halt noch ein bisschen aus. Da ist so eine Truhe, die möchte ich unbedingt haben. Aha, die kriegt man so nicht, aber man kann das da runterkicken. Aber nicht damit. Hey, das kann man reinstecken in Sachen? Ja. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich wollte eigentlich nur die Truhe da runterkicken. Was lustigerweise nicht geht. Aber egal, dann kann man es ja so machen. Man kann die ja reinstecken. So geht's auch. So, ich kann ihm helfen auf die folgende Weise, kann ich ihm helfen. Wir haben auch echt Glück, dass wir gerade genau die richtigen Sachen ausgerüstet haben, ne? Wir sollten die Sachen erstmal verbinden. Erstmal verbinde ich zwei von denen nebeneinander, damit das nicht mehr rollt. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt rollt das nicht mehr. Was ist das da vorne, was ich bewegen kann? Wieso ist das denn jetzt passiert? Ich hab doch nichts an, was... Oder gilt das jetzt auch für die Sachen, die ich trage? Nee. Weird. Das ist so dick. Aber ist nicht so schlimm, weil ich kann es vielleicht... so da drunter klemmen.
Geht doch. Der könnte auch einfach mal größere Rubine geben, ne? So, gut. Meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.